Habe ich die Brückerfelder Mühle auch mal kennengelernt. Ja, tut mir leid, ich dachte, ich könnte dir mehr präsentieren. Ja, aber das ist dann halt so. Nein, aber wenn die hier so offen haben hier, ja, kann man auch mal mit dem Motorrad. Boah, war doch gut jetzt. Du kriegst einen Kaffee hier auf jeden Fall. Ja, und lecker Kuchen. Lecker Kuchen. Oder wenn du willst, leckeres belegtes Brötchen, Brot, ne? Genau. Ist auch lecker, was mir da so in den Mund geschoben hast. Ja, die Frau, die hätte uns sonst alles weggefuttert. Ja. Hier, das war ZL, Mikrodent. Ja. So, und das geht ganz weit runter. Okay. Genau. Hier durfte Papa immer tanken. Raiffeisen-Tankstelle. Okay. Jetzt hätte man hier schon die Windmühle gesehen, normalerweise, wenn die Dinger dran gewesen wären, ne? Genau. Ja. Siehst du, guck mal, dieses Weinrot, hast du das gerade gesehen? Ja. Dann nehmen wir Renault. Ja, was war ein Renault? Ja. Ja, das war ein Renault. Habe ich noch im Spiegel gesehen, ja. In Weinrot, genau. Brückerfelder Grill. Siehst du, jetzt kannst du aber auch mal sagen, du wärst in der Hansestadt Breckerfeld gewesen. Ja. Hansestadt. Oder sogar schon mal shoppen. Hansestadt? Hansestadt steht da drauf, auf dem Ortseingangsschild. Okay. Hansestadt Breckerfeld. Mein Gott. Also hier in der Gegend, hier hast du immer ne, mal ein paar schöne Ecken, so wie hier jetzt, ne? Ja. Genau. Und dann hast du auch wieder Stadt, weißt du? Ne? Aber, ja, aber, das durch, aber diese durchgehenden schönen Ecken, die hast du ja nicht, oder? Das kommt ja später wahrscheinlich, war weiter hinten, ne? Ach komm, Schatz, jetzt war es auch mal in Breckerfeld. Ja klar. Nein, ach, alles gut. Ich bin auch mal von Hagen aus komplett bis Wuppertal runtergefahren. Aber das sind dann so Nebenstraßen, immer so schmale Nebenstraßen sind das gewesen dann, weißt du? Ja, ja. Weißt du, ich brauche nur so eine Bügelvorrichtung. Ja? Ja. Ja, und die Koffer, ne? Dass du dann die Wäsche reinpacken kannst, oder? Ganz genau. Rechts die Bügelwäsche, links die fertige Wäsche. Ja. Fahren wir mal in die Höhlen. Ja, auf jeden Fall. Hier geht's zur Brücke, geht's hier. Die kann man so sieht es ja aus, wa? Wie mit der Brücke, wa? Bitte? Als wenn da hinten die Brücken wären, da hinten irgendwo, ne? Der Fußweg, wa? Hat sich denn dann noch einer gefragt hier, wo das wäre, mit den Brücken? Ja, klar. Ja. Ja. Die haben mich alle bewundert, dass ich da drüber gegangen bin. Ja. War ich auch ganz stolz auf dich. Ja, das habe ich gemerkt. Also Schatz, wenn du gleich hier nicht wieder zurückgehen willst, ne, dann dreh mich jetzt um. Anstatt zu sagen, Schatz, hier hast du meine Hand, ich halte dich, ich bin bei dir, dir kann nichts passieren.
Merkst du, alles nass hier, oder? Ja, ja. Mit einem Haar. Der Puck kommt keine Sonne dran, weißt du? Ja, ja. Ja, aber dafür habe ich jetzt den richtigen Reifen drauf, weißt du? Das ist jetzt das Schöne. Nächstes Jahr im Frühjahr kommt Dings drauf hier, wir haben einen Sportreifen drauf hier. Ich habe zwei Reifensätze, weißt du, für die Maschine hier. Ach, guck mal, hier sieht's aber sehr voll aus, wa? Ja. Da war heute ein schwerer Unfall, ne? Richtung Plettenberg. Ja. Ganze Bundesstraße gelesen? Ja, einer schrieb vorhin in der Gruppe hier, dass irgendwie einer mit dem Hubschrauber irgendwie abtransportiert wurde. Genau. Wenn das gewesen ist, weiß ich nicht. Frontal Zusammenstoß. Echt? Okay. Mhm. Verkehrsbehinderung da, nein, ehrlich. Nein, das ist sehr gefährlich auch. Vor allem, wir sind jetzt nur Motorrad, ne? Und seit Corona ist es ja noch schlimmer geworden, oder? Oh, schlimm. Da fahren ja noch mehr, da fahren immer noch mehr Leute, oder? Nein, und manche glauben, ey, was weiß ich, die Straße wird ihnen gehören. Ja. Dann fahren sie auch noch im Schneckentempo, treten nicht meine Hufen, unterhalten sich. Ja. Leg dir mal das Haus ein, das sehen wir jetzt bestimmt demnächst bei Schnäppchenhäuser. mit dem pinken Korb innen drin gerade. Ja. Hallo. Oh. Wenn bei mir meiner stürzt, dann mache ich nicht weiter, ne? Dann hört es auf damit, wa? Irgendwo hier vorne kommt durch die Talsperre hier. Ich weiß nicht, welcher es ist. Aber ich glaube, hier sind wir schon mal hergefahren. Das war da, wo wir dann, glaube ich, auch irgendwo gegessen haben, ne? In dem einen Ding da draußen, wa? Wo wir was gesucht haben. Oder eine, das so, kann sein. Oder eine so voll gewesen. Ja, hier ist die Sperrmauer hier vorne. Ja, genau. Wir waren bestimmt. Familienausflug hier. Guck jetzt auf, weißt du? Bitte? Wir suchen auch was Essbares. Ja? Ja, stimmt. Ja, aber hier oben ist, glaube ich, gar nichts großartig. Hier oben zum Hinsetzen, meine ich, hier oben. Hier, Landhaus Stottmann, da wollten wir doch das letzte Mal hin, da war das so voll gewesen, ne?
Da haben wir doch, ja, doch. War das das? Ja, ja, da war so voll gewesen. Da haben wir doch das eine gesucht haben, gefunden haben, bei der einen. Wo wir da unten gesessen haben, die ein Stück Kuchen gegessen haben. Weißt du noch? Hä? Doch. Wo wir gesagt haben, da kann man immer wieder mal hinfahren. Ach, da hatten wir den Kartoffelsalat gegessen. Ja, genau, mit der Bockwurst, genau. Genau. Da waren wir auch hier so, oh, komm, lass uns was essen, mal gleich irgendwo, ne? Ja. Jetzt kommt hier vorne gleich die Ortschaft Stottmatt, kommt das gleich hier vorne, die Ortschaft. Da ist sofort ein Gasthof hier, wo ich selber auch noch nie gewesen bin. Aber wo viele Motorradfahrer einmal sind, Wanderer und so weiter. Hier vorne links gleich. Und der war ja so voll gewesen beim Vorbeifahren schon. Der Garten hinten, weißt du? Hier war das, genau. Da war hier hinten so voll gewesen, hinten. Ja, ja, ach ja, stimmt, genau. Da haben wir was sucht da oben, sind wir irgendwie da hinten runtergefahren irgendwie. Ja, ja. Das war ja auch gut, wa? So, Autofahrer, lieb sein. Oh, der war jetzt ein bisschen. Ich finde immer schlimm, weißt du, wenn die dann nochmal ausholen, wa? So, ich könnte jetzt über Dahle fahren oben, Richtung Imat runter. Wir könnten aber jetzt auch noch eine Runde über die Sorpe fahren und uns auch noch irgendwo mal hinsetzen, kurz. Ja, das wäre doch was. Irgendwo da, wo eine Toilette ist. Ja. Wäre dir auch schon? Wäre schön, ja, ein bisschen. Wäre schön, wenn da die Bäckerei Grote nicht so voll, so belegt wäre, so voll, ne? Ja. Wenn man sich da draußen hinsetzen könnte, oder? Gucken wir mal. Junge, geh rüber, wenn du da stehst. Fußgängerbeweg. In Deutschland kannst du da rüber gehen, außer Angst haben sie dich überfahren hier. Ich weg. Lecker, lecker. Ja. Dann müssen wir aber auch ein Geschäft haben hier. Ich weiß gar nicht, hier unten ist, ich glaube, hier unten ist ein Geschäft. Hier unten rechts, glaube ich, ne, ist ein Geschäft, meine ich. Ne, hier war ein Bäcker hier unten, ne? Bäcker war hier. Ich meine, da wäre auch ein Geschäft hier unten, glaube ich, hier unten rechts. Genau, Tillmann ist hier. Boah, ist zu voll, guck mal. Ja, guck dir das mal an. Nein, nein. Kannst du auch knicken, oder? Ja, aber viele nutzen
auch das Wetter jetzt nochmal. Ja, ja, klar. Sind ja auch nicht blöd. Nein, nein. Die müssen ab morgen wieder arbeiten, dann gucken wir auch in die Wetterprognose rein. Na ja. Na ja, also das wird sich nicht lohnen, sich jetzt anzuhalten, ne? Sich da hinzusetzen. Nee. Gucken wir mal hinten am Meilenweit, weißt du, da der Grieche da. Ja. Zumindest können wir da auf Toilette gehen, zumindest, weißt du. Da wird wahrscheinlich nicht so viel los sein wie hier, weil hier ist ja echt so auf wie ein Parkplatz, ne? Meilenweit ist so mittendrin. Ja, ich weiß. Ja, nein, nein, nee, da würde ich Randale machen. Ja, ich aber auch. Hat Tabea sich heute schon mal gemeldet? Ja, ja, beim Morgen. Okay. Hätten wir beide sein können. Einfach mal rein, ja, gucken wir mal. Klar. Die Toilette ruft. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so. Naja. So überfüllt ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin einfach mal ein bisschen dreist jetzt hier. Schön, haben wir auch wieder hin gleich, weißt du? Ich will mal ein Motorrad sehen, so ein bisschen. Ah, Junge, muss ein bisschen aufpassen hier. Und Frau oder Töchterchen dahinter, ne? Ja. Ich fahr doch gleich rein. Da, steig du mal ab am besten. Oh, darf ich? Ja, klar. Ich dreh mal kurz hier.